Geht das etwa wieder nach hinten los? Vor kurzem haben Meghan und Harry bekannt gegeben, dass sie nicht mehr Teil der Royal Family in Großbritannien sein wollen. Die jungen Eltern wollen gemeinsam mit ihrem Sohn Archie nach Kanada auswandern. Denn in England wurde die kleine Familie vom Pech verfolgt. Die britische Presse berichtete so negativ über Meghan, dass ihr Mann Prinz Harry strafrechtliche Maßnahmen einleiten musste. Doch auch in Kanada hört die Pechträne der jungen Royals nicht auf. Die Kanadier heißen die beiden alles andere als willkommen. Der Grund? Für die Sicherheit von Meghan und Harry werden viele Polizisten rund um die Uhr benötigt. Dieser Einsatz kostet Millionen. Da sie Teil der Königsfamilie sind, wird dies normalerweise von Steuergeldern bezahlt. Aber das wollen die Kanadier sich nicht bieten lassen. Viele von ihnen haben sogar eine Petition unterschrieben. Sie wollen verhindern, dass ihre Steuergelder für die Sicherheit von Harry und Meghan verschwendet werden. Das OK-Magazin berichtet nun Folgendes. Die Queen hat entschieden, dass nicht etwa das kanadische FBI für die Sicherheit verantwortlich sein soll, sondern eigene Sicherheitskräfte der britischen Königin. Das dürfte den Briten wiederum überhaupt nicht gefallen. Ich bleibe natürlich für euch an der Sache dran. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, dann abonniert doch einfach Check the Celeb und aktiviert das Glöckchen oben. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald es etwas Neues gibt. Was haltet ihr eigentlich von den Royals? Sind sie euch sympathisch oder mögt ihr sie gar nicht? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Danke fürs Zusehen.